gesamte Podium interessiert sich für dieses Thema. Darf ich noch mit? Bitte, Frau Mitte. Ich wollte noch einen Punkt kurz machen, und zwar in Investitionsschutzabkommen geht es ja nicht darum, die Regulierungshoheit des Staates einzuschränken. Es geht auch nicht darum, den Staat zu berauben, im öffentlichen Interesse zum Schutze der Gesundheit oder der Umwelt Regulierungen zu erreichen. Darum geht es nicht. Das wird weiterhin gewahrt, aber man muss eben auch für Investoren Planungssicherheit schaffen. Wenn sie eine Investition tätigen, braucht man einen gewissen Zeitraum, denn sonst können sie es einfach nicht mehr machen. Ich würde das ganz gerne an einem Beispiel illustrieren. Stellen Sie sich vor, Sie überlegen sich, entweder eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen, die Regierung entscheidet kurzerhand, ohne Sie zu informieren, vorher ohne Transparenz, willkürlich, gleich daneben eine Autobahn zu bauen. Damit wird Ihr Eigentum entwertet und Sie werden wahrscheinlich nicht sonderlich glücklich sein. Sie vielmehr fordern würden, ist, informiert zu werden, eine Alternative zu bekommen und entschädigt zu werden. Und das kann man eben durch solche Investitionsschutzverfahren garantieren. Deswegen als Illustration denke ich, dass eben Planungssicherheit sehr wichtig ist für Investitionen. Dankeschön. Herr Borch. Ich glaube, das Thema Geheimhaltung ist ein Thema, was ganz zentral ist für alle Fragen, die wir heute Abend hier erörtern. Und insbesondere natürlich auch für Demokratie, da kommen wir später noch drauf. Ich will nur daran erinnern, dass das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang zum ESM und Euro-Plus-Pakt einige Mahnungen ausgesprochen hat an die Adresse der Verantwortlichen in diesen Verhandlungen, dass sie verpflichtet sind, unverzüglich und zum frühestmöglichen Zeitpunkt auch den Bundestag zu informieren. Denn es handelt sich beim TTIP um einen Komplex, auch gerade was den Investitionsschutz angeht, der sozusagen einem gemischten Abkommen zugehört. Und dieses gemischte Abkommen muss auch vom Bundestag und vom Bundesrat unterzeichnet werden. Und da lese ich in dem Urteil vom 19. Juni, ich will es nicht langweilen, aber ich glaube, das erhält die Rechtslage, folgende Passage. Zudem sind Verhandlungen im Vorfeld völkerrechtlicher Verträge, die auf eine Bindung der Bundesrepublik Deutschland zielen und Gesetzesqualität erlangen sollen, gegenüber dem Bundestag von vornherein nicht geheimhaltungsbedürftig. Und dann steht weiter drin, dass der frühestmögliche Zeitpunkt einzuhalten ist und dass auch vorbereitende Dokumente selbstverständlich dazugehören und dass es keine sachlichen Gründe gibt, die hier im Einzelfall, das waren die ESM-Verhandlungen, rechtfertigen können, dass man das gegenüber dem Bundestag geheim hält. Und nichts anderes kann auch fürs TTIP. Das Thema wird uns drin bleiben, wenn Sie noch einen Satz dazu sagen möchten. Sehr, sehr gern. Wenn Sie uns konzidieren, dass wir das Größtmögliche tun, um Transparenz herzustellen, dann konzidiere ich auch gern, dass in Verhandlungen typischerweise zwischen zwei Parteien es nun mal so ist, dass nicht jede Seite ihre Karten vollständig am Anfang der Verhandlungen auf den Tisch legen kann, andernfalls braucht man die Verhandlungen nicht zu führen. Aber sicher wieder, Herr Volkert, dann geben Sie uns doch all die Texte, die Sie den Amerikanern geben. Das ist die Verhandlungen, die Texte ausgetauscht werden. Und die kriegt natürlich die USA-Seite, weil er mit dem verhandelt wird und die NSA hat es eh schon drüber geschickt. Wir Bürgerinnen und Bürger dürfen in Europa nicht in den Text gucken, aber die andere Seite weiß doch Bescheid. Im Übrigen muss man den armen Herrn Vollbrecht in Schutz nehmen. Es ist nämlich die deutsche Bundesregierung, nicht die EU-Kommission, die dagegen gestimmt hat, dass das Mandat, was längst geleakt ist, aber jetzt auch in der deutschen Fassung für sie einsehbar ins Internet gestellt wird. Die Deutschen wehren sich dagegen. Es ist nicht die böse Kommission, es ist die Bundesregierung und die Interessen, die dahinter stehen, die das Ganze in Geheimhaltung drängen. Also, die Geheimhaltung ist natürlich der Hauptgrund gewesen, dass dieses
die Verhandlungen über dieses Abkommen in der Bevölkerung die heute bekannte Unruhe und die Proteste hervorgerufen hat. Auch wenn verhandlungstaktisch Geheimhaltung an gewissen Stellen nötig ist, darüber kann man streiten, hat dieser Punkt den größten Unwillen erregt. Und auch wenn er nicht immer so sachlich begründet ist, wie vielleicht die Gründe der Gegenseite, hat doch die Macht dieses Protestes eine gewisse Wirkung ja bereits erzielt.